Jetzt geht es richtig los. Ausgerechnet Europa wird die erste Hyperloop-Strecke in den künftigen Ausmaßen gebaut, also in Originalgröße und so, wie sie dann mal im Regelbetrieb funktionieren soll. Das Ganze passiert in Frankreich, in Toulouse. Dort hat das Unternehmen Hyperloop TT ein Forschungszentrum eröffnet und fängt jetzt mit dem Bau der Strecke an. Alles über den größten Fortschritt des Hyperloops jetzt in Klicks und Science & Fiction. Herzlich willkommen. Es ist soweit und ich bekomme ein bisschen Gänsehaut. Der Hyperloop startet und das ausgerechnet in Europa. Was beim Transrapid von den ersten Planungen bis zur ersten Teststrecke Jahrzehnte gedauert hat, das geht hier wirklich in Windeseile vonstatten. Und dazu war der Transrapid eine einzige Fehlplanung. 2002 wurde die erste kommerzielle Strecke ja in China eingeweiht, aber zu laut, zu hässlich und er verbraucht zu viel Strom. Die Folgen: er verkehrt nur mit wenigen Passagieren, fährt nur so schnell wie ein ICE, weil der Strom sonst zu teuer wäre. Und er wird nicht weitergebaut. Und das bei einer so vielversprechenden Technologie. Der Hyperloop scheint die Nachteile des Transrapid zu vermeiden. Die Idee ist auch viel einfacher und ziemlich genial. Und solche Ideen machen oft den Unterschied aus. Manchmal ist es wirklich frappierend. Dabei ist die Idee für den Hyperloop wirklich super einfach. Rohrpost. Die könnte der Magnetschwebetechnik jetzt im Nachhinein zum Erfolg verhelfen. Das Prinzip: der Zug oder beim Hyperloop eine Kapsel wird in eine Röhre gepackt und in der herrscht ein Vakuum bzw. ist kaum noch Luft enthalten, ein sogenanntes Teilvakuum. Hochleistungspumpen pumpen die Luft aus der Röhre und erhalten das Vakuum. Der Effekt: es gibt keinen Luftwiderstand mehr. Das Hauptproblem und der Energiefresser jedes schnellen Transportmittels, der ist einfach weg. Damit brauche ich für den Zug kaum noch Energie, ist er einmal beschleunigt. Es sollen Solarzellen auf den Transportröhren ausreichen, um für die Energie zu sorgen. Mit rund 1200 Kilometern pro Stunde soll er zwischen Metropolen verkehren. Schneller als mit einem Flugzeug. Und eine neue Magnetschwebetechnik ist geplant, bei der deutlich weniger Energie verbraucht wird. Permanentmagneten, die im sogenannten Hall-Bruch Array angeordnet sind, sollen zum einen die Magnetkraft in die Kapsel nahezu auf Null reduzieren und im Gegenzug unten zum Transporttrack verstärken. Induct-Track heißt die Technik, die von Hyperloop Transportation Technologies angewendet wird, und ihre Teststrecke für diese Technologie wird jetzt eben gebaut. Erstmal nicht besonders lang, 320 Meter. Die Röhren haben einen Durchmesser von 4 Metern und sind damit für Güter und auch schon für den Personentransport geeignet. Die ersten Röhren sind fertig und werden bereits an ihren Bestimmungsort gebracht. Dieses Jahr noch soll die Teststrecke fertig werden und im Sommer schon das erste Testfahrzeug. Es wird auch in Europa in einem Werk in Spanien gefertigt. Und im nächsten Jahr wird es dann richtig amtlich. Dann wird eine 1 Kilometer lange Teststrecke gebaut. Dirk Alborn, CEO von Hyperloop TT dazu: bei Hyperloop geht es um mehr als schnelle Beschleunigung und das Brechen von Geschwindigkeitsrekorden. Es ist eine echte Chance, ein effizientes und sicheres System mit einem einzigartigen Erlebnis für die Reisenden zu erschaffen. Und das Ganze geht natürlich mal wieder, man muss sagen, natürlich, selbstverständlich, auf wen zurück? Auf Elon Musk. Er hatte die bahnbrechende Idee, aber gab sie frei. Jeder darf entwickeln und bauen. Musk hält sich vollkommen raus und besucht vielleicht mal die verschiedenen Standorte der Konkurrenten. Denn auch Virgin-Chef Richard Branson ist mal wieder mit am Start. Er hat das zweite Unternehmen, das am Hyperloop dran ist, gekauft. Aus Hyperloop One wurde Virgin Hyperloop One. Es bleibt also extrem spannend. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Hyperloop und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Und ihr kriegt auch Meldungen außer der Reihe. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Geschenk. Einfach hier draufklicken und top aktuell dabei sein. Und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken: Hyperloop, deutsche Strecke geplant. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.